So, wir nehmen unseren Horst Weber. Der muss jetzt natürlich, weil er tauchen geht, den Taucheranzug mitnehmen, logischerweise. Ja, sieht er so schick aus. Und dann gehen wir das Ganze auf Fortsetzen. Damit hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 von U-Boot auf U48. Wir schreiben den 18. Oktober 1939. Das Boot ist nordwestlich der britischen Inseln unterwegs. Wir sind auf einer Sondermission zur Bergung einer Enigma an diesem Punkt dort. Genau, einen Anmarschweg habe ich übersprungen. Im Hafen, das Boot ist komplett ausgestattet, komplett ausgerüstet. Proviant ist an Bord und wir sind voll einsatzfähig. Was ich im Hafen vergessen habe, was wir jetzt auf See nachholen, eine Seebeförderung. Unsere beiden, der Kaloi und unser Wachoffizier, haben noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben, haben wir die Beförderung erhalten. Und das wollen wir hier auf See jetzt einmal machen. Dafür gehe ich hier oben auf Menü, wähle die Mannschaft aus, wähle hier einen der beiden aus. Ihr seht das hier, Level 3 beide. Und für uns haben wir jetzt Level 3, wie gesagt, erreicht und können nun aus der zweiten Reihe die Fähigkeiten auswählen. Wir haben hier bei den Befehlshabern, bei den Führungsoffizieren drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Eisenfaust heißt, wenn einer der Matrosen in Panik gerät, dann können wir ihn nicht nur mit Worten beruhigen, sondern wir können ihm einfach mal eine knacken und dann liegt er da und ist ruhig. Wir können Führung auswählen. Dem Offizier kann ein zusätzlicher Matrose zugeteilt werden. Das heißt, die Fähigkeiten, die durch Matrosen sowieso verbessert werden, Sichtweiten, Hydrofonreichweiten etc., können nochmal gesteigert werden. Und wir haben den Navigator. Der besagt einerseits, dass die Qualität der Navigation sich um 50% nochmal erhöht. Das heißt, wir verlieren weniger den Kurs. Und wir können anhand der Kursberechnung für aufgebrachte Frachter in Frage stellen, ob die Kurse, die sie uns sagen, ob das alles stimmt, ob das korrekt ist. In dem Fall bekommen wir, der Kaloi, die Fähigkeit Führung, sodass wir eben, wenn wir Brückenwache machen, wenn wir mit Periskop arbeiten, noch einen dritten Matrosen dazu nehmen können, der uns unterstützt. Das Ganze noch besser und schneller erledigt wird. Der Wachoffizier Kurt Hoffmann erhält von uns, hat die gleichen Fähigkeiten hier oben, weil er halt auch Offiziersbefehlshaber ist. Der bekommt von uns hier den Navigator, weil er halt die meiste Zeit am Kartentisch sitzt. So, das sollen die Seebeförderungen soweit gewesen sein. Wir haben 20:08 Uhr, seht das, sternklare Nacht. Und unser Ziel befindet sich hier südlich im Planquadrat AM53. Wir werden das einfach mal anfahren. Wie gesagt, die Aufgabe ist, von einem gesunkenen, befreundeten U-Boot eine Enigma zu bergen. Wir fahren das Ganze mal über Wasser erstmal an. Gefährliche Region, weil. Oh, das war der falsche, Verzeihung. Wir befinden uns hier natürlich im absoluten Flugzeugradius. Wenn dort irgendwo Flugzeuge aufsteigen, könnten die uns relativ schnell entdecken. Ist natürlich nun bei sternklarer Nacht auch noch einfacher für die Flieger, uns zu sehen. Wir hoffen mal, dass es gut geht und fahren über Wasser einfach an. Die Wassertiefen hier vorne gefallen mir so gar nicht. Ihr seht das oben rechts, hier ist 1 Meter unter Kiel, hier sind 8 Meter, 14, 16 Meter. Ich weiß auch nicht, was uns dort erwartet. Wie gesagt, ein gesunkenes U-Boot ist dort gemeldet. Ob dort noch feindliche Schiffe vor Ort sind, ob dort Flieger in der Luft sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns dort erwartet. Wir schauen uns das an. Nee, das wollte ich nicht. Hier ist überall flaches Wasser. Hier unten wird es ein wenig besser. Da sind 40 Meter Wassertiefe kurz vor dem Zielort. Ja, wir fahren so einen Bogen an. Und sobald wir diese Linie hier überschreiten, werde ich dem Kaloi auch welche zuteilen. Zwei Matrosen. Wir haben 3 Kilometer Sichtweite aktuell. Wir werden circa um Mitternacht am Einsatzort eintreffen. Oh, wir fahren das so an. Das sind 7 Kilometer. Wie weit ist das von da noch bis dahin? Das sind nochmal 7 Kilometer. So, Kaloi, es wird Zeit, sie aus der Koje zu holen. Bitte einmal. Wir sind doch aufgetaucht, oder? Ja, wir sind aufgetaucht. Achso, weil er das UZO hier bedient. Du machst mal bitte Hi, was hi, anderes Kaloi. und du gehst ans UZO. Genau, jetzt bekommst du von mir die Matrosen dazu. Die ziehe ich hier ab. Dort auch. Maschinen brauchen wir nicht.
Das brauchen wir nicht. Und du bekommst deinen zweiten dazu. Genau, dann hat der Sichtradius sich nochmal erhöht. Ne, ihr seht das, jetzt haben wir hier einen Sichtradius von 4 Kilometer, einen guten Kilometer mehr. Wassertiefe sind hier 40 Meter. Gehen wir mit der Fahrt etwas runter. Bestätigt. Ja, wir können ihm keinen dritten zuweisen. Weil die Aufgabe vielleicht nur für zwei Matrosen zu erledigen ist. Mal schauen, was uns dort erwartet. Wassertiefe 80 Meter, 50 Meter. Okay, wir gehen einmal getaucht ran. Auf Seerohrtiefe gehen. Weil ich halt absolut nicht weiß, was uns dort erwartet. Wechseln auf E-Motor. So. Mal schauen. Der Sichtradius sich jetzt verringert. Oh, apropos, wir haben ja rotes Licht. Damit erhöhen wir den Sichtradius um einiges jetzt. Und da haben wir Sichtkontakt. Kleine Gruppe 1 bis 3. Also 1 bis 3 Schiffe erwarten uns dort. Schauen mal, ob wir irgendwas entdecken können. Wo guckst du ganz hin? Mal ausrichten bitte. Und nicht den Himmel angucken. Oh ja, da liegt was. Das dürfte ein Zerstörer sein. Und dort eine Korvette. Da noch mehr liegen. Da war noch was. Okay, da ist schon Land in Sicht. Also zwei feindliche Schiffe aktuell. Weil bei einer Gruppe 1 bis 3, die uns hier gemeldet ist, werden das die beiden einzigen sein, vermute ich. Rasten wir mal ein. Alarm! Feindlicher Zerstörer in Sicht! Sofort. Alarm! Auf Gefechtsstation! Sofort Alarm gegeben. Alle Mann auf Gefechtsstation. So, der Zerstörer. Dürfte das sein? Hast du da Sicht drauf? Ich muss mich ausruhen. Okay, wir fahren noch ein bisschen näher ran. Gehen mit der Fahrt nochmals runter. Die haben beide die Maschinen gestoppt, aber wir können es über Hydrofon nicht erkennen. So, wir haben sie beide in Sichtweite. Alle Maschinen stoppt. Entfernungscheck 1,6 und 2 Kilometer. Okay, relativ große Schussentfernung, wobei es sind zwei liegende Ziele. Ich lasse jetzt natürlich meine beiden Wachoffiziere auf verschiedene. Foxhound, Kriegsschiff, bist du der Zerstörer? Seid ihr beides Zerstörer? Torpedokurs berechnen. Du berechnest auf den. Torpedo und du berechnest ausrichten. Auf den hinteren, genau, auf den Foxhound. Der Foxhound müsste der Zerstörer sein. Schauen wir mal ganz kurz. Ah, das kommt hier mal runter. Genau, Foxhound ist der Zerstörer und das da vorne ist eine Korvette. Das sind unsere beiden Gegner hier, die uns nicht bemerkt haben. Wir fahren noch ein kleines bisschen näher ran, ungefähr bis dort, auf kleiner Fahrt. Ja, das sind nur 400 Meter. Aber ich möchte die Schussentfernung etwas verbessern. Wir haben auf den einen sehr guten Winkel. Die Korvette könnte besser sein. Aber alles gut. Alles gut, schön leise. Der Maschinenstopp. Was sagen die Kurse? 34 auf den Zerstörer. Herr Kaloy? Torpedokurs berechnen. Warum berechnest du nicht? Lass den doch im Blick. Kapitän? Torpedo ausrichten. Das tauschen. Torpedokurs berechnen. Dann steigt das, okay. Weiß nicht, warum er da eben 0% hatte. Sehr wohl, Herr Kaloy. Mal einen dazu. Geht das jetzt? Ne, steigt nicht. Er kann das irgendwie nicht berechnen. Ist er zu müde? Er ist zu müde, glaube ich, ne? Glaube, er ist zu müde. Dann müssen wir beides machen. Herr Kaloy. So, wir haben jetzt 90% auf den. Oh, Eils. Das ist, genau, das ist die Korvette. Kapitän. Das, Torpedo du ausrichten. Gehst jetzt auf die Korvette und du auf Torpedo den Zerstörer. Bitte einmal die Kurse weiter berechnen. Funken hier oben, Sichtkontakt werden wir Teufel komm raus nicht tun. Weil sobald wir das Funken hören, die beiden das und greifen uns an. Und mal schauen, das U-Boot, der Punkt soll da vorne sein. Okay, ich bin ja gespannt. Herr Kaloy. So, die Korvette ist so gut fertig berechnet.
Verstehe nicht so ganz, warum ich ihm keine Matrosen zuweisen kann. Es wird aber seinen Grund haben. Genau. 85%. Wir werden gleich Folgendes machen. Wir werden 3 Torpedos schießen. Wir werden 2 auf den Zerstörer schießen. Eine auf die Korvette. Und das versuchen so simultan wie möglich zu machen. Dazu gehen wir jetzt zu 90%. Alles klar. Zeit runterstellen. Das ist der Zerstörer. Jawohl, da liegt er. Dafür nehmen wir Rohr 1 bewässern. Rohr 3 bewässern. Das sind mit 30 Knoten laufen. Oh, wir müssen Rohr 1 bewässert. Die Tiefe checken. Der hat einen Tiefgang von 3,2 Meter. Das heißt, wir müssen hier die Tiefe ein bisschen runter, also hochstellen. Weil sonst rauschen die unter durch. Streuung machen wir mal runter auf. Ja, auf 10 Meter. Ja, das heißt, wir schießen einen Fächer auf ein unbewegliches Ziel, was natürlich Quatsch ist, aber hier sieht man das. Geschätzter Salbenwinkel. Sind beide mittig drauf. So, Rohr 1 und Rohr 3 sind dann soweit fertig. Rohr 1 und Rohr 3 auf den Zerstörer. Los! Los! So, da ist der Zerstörer. Die Sohle ist hier irgendwie ein bisschen verzogen. Herr Kaloy. So, du schießt auf die Korvette, Rohr 2. Bewässern. Genau, er hat auch. Rohr 2 fertig. Ja, das ist der Kurs auf die Korvette, genau, alles klar. Also wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir lassen die schneller laufen, auf 40 mit Magnetzünder, Rohr 2 fertig und bewässert, Rohr 2. 2 Meter Tiefe, ja, los. Los! Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich habe leider so ein bisschen den Eindruck, dass die Mission nicht ganz bugfrei ist, so leid es mir tut. So wie die Torpedokonsole hier unten, die ist hier überhaupt nicht richtig im Bild. Vielleicht liegt das auch an meinem Speicherstand, ich weiß es nicht. Ich werde es gleich mal überprüfen nach der Folge. Jetzt warten wir erstmal, ob das die Torpedos einschlagen. Und klar, Hoffmann ist hundemüde. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Genau, jetzt kommen auch die Meldungen rein. Die Torpedos sind unterwegs. Bin gespannt, ob der dort trifft. Bisschen 40 schneller laufen. Sekunden bis Torpedoeinschlag. So, die Korvette wird zuerst getroffen. Wir schauen uns das mal aus Sicht des Zerstörers an. 30 Sekunden. Da liegt die Korvette. 10 Sekunden bis Einschlag. 20 Sekunden. Und Treffer auf die Korvette. Schwere Schäden. Alarm auf den Zerstörer. Da kommen unsere Torpedos. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Und der zweite Auftreffer. Wundervoll. So, singst du auch? Ja, die Korvette ist gleich abgesoffen. Die ist direkt abgesoffen. Die sieht man schon gar nicht mehr. Jawohl, der Zerstörer ist auch abgesoffen. Sehr schön. Das waren die Kriegsschiffe hier vorne. Alles klar. Und dann fahren wir mal den Sicherheitspunkt an. Den Sicherheitspunkt, das ist den Punkt für das gesunkene U-Boot. Mal schauen. Es müsste eigentlich hier vorne liegen, soweit ich das beurteilen kann. Oh, ohne Fahrt wird das nichts. Schneller, schneller! Rohr 1 geladen. Es wundert mich, dass der Punkt hier ganz oben ist, aber was ich eben schon sagte, scheint irgendwas nicht zu stimmen mit der Rohr 2 geladen. Mission. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Eigentlich bewachen die beiden Schiffe Rohr 3 geladen. Das gesunkene U-Boot. Jetzt haben wir auch Sicht. Genau, das ist das Typ 7C. Das ist also dasselbe U-Boot, wie wir es haben. Da kommt es ins Bild. Diese Aktion kann nur in der Oberfläche ausgeführt werden. Achso, wir sind noch getaucht, alles klar. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Okay, Ziel ist zu weit entfernt. Ja, jetzt kommt der Sache aber näher. Schauen hier nochmal. Müsste ja eigentlich irgendwo voraus. Ach ne, es ist ja gesunken. Wir können es ja gar nicht sehen, genau. So, es ist ja ein gesunkenes U-Boot. Wir fahren da mal ran. Genau, Taucher entsenden.
Wir bewegen uns zu schnell. Alle Maschinen stoppen an dieser Stelle. Genau, nun bewegen uns immer noch zu schnell. Achso, weil das noch nicht runtergelaufen ist. Wir werden das jetzt mal noch nicht funken. So, jetzt können wir hier oben auswählen, dass wir zu U1008 einen Taucher entsenden möchten. Gucken uns das Ganze nochmal aus der Ego an. Jetzt mal bitte das UZO. Und das U-Boot wird irgendwo hier unten am Meeresgrund liegen. Und dann schicken wir jetzt mal einen Taucher los. Ich glaube, wir hatten sogar jemanden mit Fähigkeit Taucher, wenn ich mich nicht irre, oder? Das ist das gleiche wie bei der Prisenordnung. Man wählt das jetzt hier aus. Und ne, den Taucher, genau, das war einer von 9, den haben wir gar nicht dabei. Wir nehmen hier gründliche Überprüfung, das sind alles die Fähigkeiten hier. Der Hoffmann ist so hundemüde, deswegen hat er eben auch nicht die Kurse berechnen können. Jetzt sehe ich auch, warum das mit dem Matrosen nicht ging. Ich habe vergessen, den Klaus Vogel, den ich befördert habe, zu ersetzen im Matrosenteam, in der Matrosenmannschaft. So, wir nehmen unseren Horst Weber. Der muss jetzt natürlich, weil er tauchen geht, den Taucheranzug mitnehmen, logischerweise. Ja, sieht er so schick aus. Und dann gehen wir das Ganze auf Fortsetzen. So, dann dauert das 30 Sekunden. Das spulen wir ein bisschen vor. So lange wollte ich jetzt hier nicht warten. So, und nun sieht man das hier. Nachdem er auf den Kommandoturm heruntergelassen wurde, versucht Offizier Horst Weber, die Außenluke zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Die Luke scheint stark beschädigt zu sein und um sie zu öffnen, würde viel Kraft und Zeit kosten. Es wird vermutlich schneller sein, durch die Notfallluke in der Kombüse einzusteigen. Hier sehen wir jetzt unseren Weber, wie er versucht, dort reinzugehen. Und dann gehen wir mal zur Notfallluke. Das dauert wieder ein bisschen. Lass ihn erstmal jetzt in Echtzeit laufen. Und genau, ich könnte jederzeit diese Ansicht verlassen, aber oh, lassen wir ihn da mal machen. Die 8 Sekunden schaffen wir das auch noch. Ich kann jetzt hier in diesem Bildschirm nichts weiter drücken, außer halt das Ganze schließen. So, er scheint jetzt schon drin zu sein. Offizier Horst Weber hat es geschafft, durch die Notfallluke in der Kombüse in die Mannschaftsräume zu gelangen. Die Luke, die zur Zentrale führt, ist allerdings blockiert. Er versucht, die Luke zu öffnen. So, es dauert wieder einen Augenblick. Er ist jetzt an der Luke dran mit seinem Taucheranzug. Hier sieht man, dass alles unter Wasser steht, die Vorhänge. So, Offizier Horst Weber schaffte es zwar, die Luke zu entriegeln, aber als er versuchte, sie zu öffnen, gelang ihm das nicht. Dies ließ nur einen Entschluss zu, dass das Abteil auf der anderen Seite nicht mit Wasser gefüllt sei. Zu seiner Überraschung hörte er kurz danach ein paar Klopfgeräusche und schwache menschliche Stimmen. Auf der anderen Seite ist noch jemand am Leben. Horst Weber gelang es, mit den Personen zu kommunizieren, die in der Zentrale gefangen waren. Es sind der Funker und sein Matrose. Sie sind schon seit einigen Tagen in ihrem Boot gefangen. Sie bestätigen, dass sie die Enigma-Maschine, unser Missionsziel, haben. Wenn man es schafft, die Luke am Kommandoturm zu öffnen, sollten sie zusammen mit der Enigma in der Luftblase direkt an die Oberfläche geschossen werden. Ich hoffe, wir liegen nicht so tief, dass den Jungs da alles auseinanderfliegt. So, auf geht's zur Außenluke. Oh, beeil dich mal ein bisschen. So. Horst Weber öffnet die Luke auf dem Kommandoturm. Sie ist stark beschädigt, daher wird es einige Minuten dauern. Jetzt sieht man hier diesen Fortschritt. Er braucht dafür sehr lange. Und in der Zeit liegen wir natürlich oben. Über Wasser. Völlig schutzlos. So gesehen schutzlos. Ne? Könnte jetzt Flieger kommen. Es könnte ein feindliches Schiff kommen. Wir gehen das Risiko jetzt einfach mal ein, dass das nicht passiert. So, er hat die Luke gleich auf. Jawohl. So. Achtung. Wir haben die Enigma geborgen. Die Mission ist erfüllt. Aber das rote Licht kommt erstmal aus. Jawohl, Herr Kaloy. Glänzt zwischendurch mal. Wir haben einen verwundeten Offizier an Bord. Wir brauchen hier sofort einen unserer Funker, und zwar den Vogel. Kapitän? Verlässt seine Station. So, und dann sind wir in Ego-Perspektive. Wir haben Erste-Hilfe-Kits an Bord. Die befinden sich hier im Hauptlager. Sollten sie hoffentlich Lager öffnen. Genau. Nun können wir diesen Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Nehmen wir mal zwei. Wir haben ja zwei Leute gerettet. Die hat Klaus Vogel jetzt im Rucksack. Ist schnell zurück. Da vorne sind die Symbole schon. Die beiden sind schwer verletzt. Und wir wollen erstmal jawohl hier den Prien Erste Hilfe leisten. Die Funker
Bord, die Funkoffiziere sind immer in Erste Hilfe ausgebildet. Das heißt, sie machen das hier schneller, was wir gerade machen. Erste Hilfe, die Leute versorgen. Man sieht das schon, wir sind jetzt bei 60%. Das könnte ich jetzt auch wieder beschleunigen, aber ich lasse es einfach mal durchlaufen. Ist ja gleich geschafft. So, den Prien haben wir gerettet. Dann kümmern wir uns um seinen Matrosen. Jetzt den Prien. Ja, genau, der Prien ist versorgt. Er ruht sich aus, er erholt sich. Hier ist Forstmann, das ist sein Matrose. Zu Befehl! Geben wir ebenfalls die erste Hilfe. Das können wir jetzt ein bisschen beschleunigen, weil das ist exakt dasselbe wie eben. Und jetzt sieht man unten links sein Medkit, das eine, die Sanitätstasche ist weg. Und nun wird er auch die zweite verbrauchen. So. Genau, wo ist er? Forstmann, ja. Ist stabilisiert, erholt sich, sein Lebensbalken füllt sich wieder. Kameraden, wir haben zwei schiffbrüchige deutsche Seeleute gerettet. Gute Arbeit, sehr gute Arbeit, Klaus Vogel, gut gemacht. Das U-Boot, die Enigma-Mission ist ausgeführt. Einfahrt ist ausgeführt. Wir werden noch die Vogel jetzt noch wieder ans Funkgerät setzen. Jawohl. Sodass wir dort die Funksprüche noch abgeben können. So, das sind nochmal 4000 Reichsmark. Und damit ist diese Spezialmission erfüllt. Herr Kaloy. Das wollte ich nicht. So, ich bin immer noch auf ihn eingerastet, deswegen. So, es ist mitten in der Nacht, 2:30 morgens. Keine Feinde zu sehen, allerdings befinden wir uns in absoluter Küstennähe. Und daher werde ich jetzt Feindfahrt ausgeführt anklicken, sodass wir in den Hafen zurückkommen. Das Ganze wird, ja, 4 Tage dauern. Wir haben eine Enigma geborgen von einem gesunkenen U-Boot. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Keine Versenkung auf dieser Fahrt. Doch, die beiden Kriegsschiffe natürlich, aber keine Tonnagen. So, da sind wir. Es ist der 22. Oktober 39. Laufen wieder ein in den Hafen. Genau, ich habe das jetzt einmal geskippt, weil das kennen wir schon. So, das ist Schuster. Schuster hat Ernst Prien in Sicherheit gebracht. Das ist Klaus Vogel. Klaus Vogel hat die beiden Leben gerettet, kriegt dafür 4 Punkte. Das ist Weber, das ist unser Tauchgänger gewesen, hat hier das EK2 erhalten und das EK1 gleich hinterher. Er hat 25 Punkte für die Bergung der Enigma erhalten. Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Hier ist Kurt Hoffmann, der hat die Punkte für die Torpedoziellösung erhalten, obwohl er hundemüde war. Und wir selbst haben ebenfalls die Torpedolösung, die Schiffe versenkt und den Auftrag abgeschlossen. Hier, die Spezialmission gibt jetzt 3 Punkte. Ritterkreuz 149 von 280 Punkten. Genau, Mission der Kampagne abgeschlossen. Wir bekommen 8000 Reichsmark. Wir bekommen 200% Ansehenspunkte dazu, also 2 Ansehenspunkte. Und wir haben eine Fähigkeit, die, wo steht das? Wenn Sie eine Kampagne sehen, das schauen wir uns gleich an. So, ihr schnelles Handeln und geschickte Durchführung der Operation haben dafür gesorgt, dass der Feind keinen Zugriff auf die wertvolle Ausrüstung an Bord hatte. Und sie haben sich die Bewunderung ihrer Kameraden verdient. Jawohl, vielen Dank. Mission ist erledigt. Hier sind die beiden versenkten Kriegsschiffe. Und eine Zusammenfassung. 8 Tage hat der ganze Spaß gedauert. Und weiter. Da sind wir wieder im Hafen. Das obligatorische Speichern im Hafen. Jetzt einmal zur Mannschaft gehen. Dann sollten eigentlich Fokus, Befehlshaber, wo ist es denn? Navigator. Hier, genau, die Ingenieure bekommen das. Frage des Überlebens. Das ist jetzt die Zusatzfähigkeit, die wir für diese Mission erhalten haben. Der Offizier hat die Besatzung des gesunkenen U-Boots aufgesucht, die damals in dem Boot eingeschlossen waren. Ihre dramatische Geschichte haben in ihm die Besessenheit geweckt, seine Aufgaben noch besser zu erfüllen und das U-Boot sowie seine Kameraden vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren. Alle Reparaturmaßnahmen werden 10% schneller ausgeführt. Diese Erfahrung wird auch an nachfolgende Besatzungsmitglieder weitergegeben. Das heißt, alle Ingenieure, die wir jetzt rekrutieren, die wir bekommen, die wir dazu erhalten, haben alle diese Fähigkeit automatisch da drin. Und man sieht das hier. Der Weber hat das, der Knot hat das, unser Torpedooffizier. Der Norbert Reitenbach hat das. Warum hat... Achso, weil der Ingenieur ist klar, das ist der, den wir auf der letzten Feindfahrt erhalten haben. Und das war's. Jetzt haben wir Ernst Prien dazu bekommen, einen Funker hier. Dr. Ernst Prien, ganz wichtig. Der hat
ist Funker und dieser Offizier ist sehr gebaut als die meisten anderen und kann einiges aushalten. Er erhält einen zusätzlichen Gesundheitspunkt. Okay, das ist der, den wir gerade von dem U-Boot gerettet haben. Wir haben jetzt 7 von 6. Wir lassen ihn mal weg. Und haben jetzt wieder unsere normale Mannschaft an Bord. Das ist auch aufgefüllt. Das ist durch den Matrosen, der von Dr. Prim dazugekommen ist. Wo ist er? Forstmann. Lothar Forstmann, genau. Der ist an Bord. Den behalten wir auch an Bord. Wir hatten sowieso einen zu wenig. Gut, soweit zu der Enigma-Bergung. Das haben wir erfolgreich durchgestanden. Wie gesagt, das war ein bisschen fehlerhaft. Die Enigma, das U-Boot, hätte eigentlich genau neben den beiden Kriegsschiffen liegen sollen. So kenne ich das. Ich habe die Mission bereits gespielt, aber na gut, okay, es ist nicht alles ganz fehlerfrei. Wir sind auch immer noch zu diesem Zeitpunkt im Early Access. Vergesst das nicht. Ansehenspunkte. Wir haben jetzt wieder zwei Ansehenspunkte. Wir gehen einmal zum leitenden Offizier. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Und gute Arbeit. Gehen zum Hauptquartier. Jetzt haben wir alle Erfordernisse, um zu forschen. Wir können den Torpedos beginnen. Wir können Hydrofon beginnen. Ich würde, wie gesagt, gerne mit der Batterie beginnen, weil hier steht jetzt Warnung. Diese Forschung befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Eine Erforschung vor dem 1. Oktober 1940, also in einem Jahr, wird doppelt so lange dauern. Gut, das ist doppelt so lange, ist immer relativ hoch. Von daher, verbesserte Toiletten, komme ich nachher zu. Gehen wir hier auf die Batteriestufe 1. In Hannover werden derzeit Forschungsarbeiten durchgeführt, die die effektive Kapazität der Batterien auf unseren U-Booten verbessern könnten. Die Anwesenheit eines erfahrenen Offiziers würde diese Forschung erheblich beschleunigen. Wir haben jetzt hier unseren Ansehenspunkt. Wir haben zwei. Wir wählen jetzt hier den Norbert Reitenbach aus. Seht ihr hier, die beiden haben nicht die erforderlichen Fähigkeiten. Er ist Ingenieur. Deswegen setzen wir ihn darauf an und nun akzeptieren wir das. Und nun wird es geforscht. Die bessere Batterie. Das verlassen wir. Und die Besatzung geht zum Landurlaub. Hier kann man das nun auswählen. Man bekommt hier verschiedene Angebote, wo die Mannschaft hin kann. Zum Beispiel Alpenressort. Wobei, wir müssen noch eine Sache vorher machen. Wir haben zwei Torpedos verschossen. Das heißt, wir müssen unser Boot noch schnell wieder ausstatten. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Das machen wir hier ganz schnell. Torpedos T1. T1 und den T2 nehmen wir mit. So, Munition hatte ich genau beim letzten Versorgung hier schon mitgenommen. Ich habe auch hier die entsprechend das Material mitgenommen. Ich werde aber die beiden Verbandskästen, die wir gebraucht haben, wieder auffüllen. Das sind zwei Stück. Das sind die Ersatzteile tanken und verlassen. Weil wenn wir die Mannschaft jetzt auf Landurlaub schicken, dann verzögert sich die Zeit. Beim BDU wird viel über ihre letzte entsprechend länger. Also wir nehmen natürlich hier den großen. Deutsche Alpenressort, unsere Mannschaft hat sich das redlich verdient. Die Disziplinarstrafen werden zurückgesetzt. Wir hatten keine, außer die Rühreier. Das ist aber jetzt nur eine Ermahnung gewesen. Und danach wird keine, 7 Tage lang keine Müdigkeit aufkommen. Und wir bekommen 25% zusätzliche Erfahrung noch von der letzten Feindfahrt. Durch Kontakte zu Politikern vor Ort werden die Aufgaben im Hauptquartier 50% schneller erledigt. Das heißt, die Forschung wird schneller gemacht. Wir schicken unsere Mannschaft in die Alpen. Schönen Urlaub, Männer. Und wenn der Urlaub beendet ist, genau, ein Auslauf, wenn sie möglich ist, erhalten vom Hafenoffizier neue Einsatzbefehle. Wenn der Urlaub beendet ist, wenn die Mannschaft zurück ist, sich erholt hat, die Bayerischen Alpen genossen hat, dann sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch ja, trotz einiger Probleme mit der Technik gefallen. Würde mich über Kommentare und Likes sehr freuen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein kostenloses Abo dalassen. Das würde dem Kanal helfen. Wir würden uns riesig drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in Folge 11. Bis dahin, alles Gute.